verbrannt. Bin mir nicht sicher, ob ich den Finger nicht noch amputieren muss. Scheiße. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 6.10. Tina hat heute Geburtstag. Tina ist meine Lieblingsmitbewohnerin, / Vermieterin aus Wiesbaden. Also jetzt nicht mehr Wiesbaden, aber Grüße an Tina an dieser Stelle. Gestern war ein Scheißtag, vorgestern war noch nicht viel besser, aber gestern war scheiße. Davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen. Heute ist ein neuer Tag, wir werden den ganzen Scheiß schlafen und jetzt geht's los. Wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Ne, Cookie? Ja, und dann muss ich hier aufräumen. Sieht ja aus wie Sau. Glücklicherweise habe ich heute frei. Das Schlimme ist, kann ich euch gar nicht erzählen, warum ich gestern so schlechte Laune hatte. Also zumindest nicht alles. Die eine Sache kann ich noch nicht sprechen, denke ich mal. Weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht so genau, ob es gut wäre, weil es ja noch am Laufen ist. Aber es ist lächerlich. Es ist einfach alles nur lächerlich. Man hätte alles aus dem Weg räumen können, wenn man einfach, ja, wir wollen, aber wir können immer darüber reden, wie gesagt hätte. Oder nee, wir wollen nicht. Dann wäre es auch erledigt gewesen. Aber wenn man Sachen aussitzen will oder mir keine Antworten gibt, dann reizt man mich. Man könnte vieles an Streit vermeiden und an Unstimmigkeiten, wenn man miteinander kommunizieren würde. Mangelnde Kommunikation ist der Grund für viele Unstimmigkeiten, für viel Streit und wahrscheinlich auch für viele Kriege. Redet einfach mehr miteinander. Egal um was es geht, seid in eurer Beziehung, auf der Arbeit oder sonst wo. Redet miteinander. Gebt euch Feedback. Mangelndes Feedback. Also wenn ich Feedback nicht bekomme, ob was gut war, ob was schlecht war, ob man es verstanden hat, ob man nicht verstanden hat, ob man... Ich finde es ganz schrecklich. Es macht mich irre, wenn ich kein Feedback bekomme, wenn nicht mit mir gesprochen wird über bestimmte Sachen. Ich finde es ganz schlimm. Naja, also redet miteinander. Gut. Mehr kann ich zu dem Thema wahrscheinlich noch nicht sagen, also zu dem anderen Thema vor. Aber grundsätzlich, redet miteinander, gebt euch Feedback, kommuniziert. Man kann vieles aus der Welt schaffen, wenn man drüber spricht oder dem anderen einfach nur sagt, was man von der Sache hält oder einfach nur eher als angekommen, keine Ahnung. Reden wir später drüber, wie auch immer. Das andere ist, gestern haben mich wieder einfach alle angenervt. Aus, ich werf den. Und es liegt gar nicht mal unbedingt an den anderen Kollegen. Ganz im Gegenteil, liegt natürlich an mir, an der Gesamtsituation, mit der ich unzufrieden bin oder wie auch immer. Natürlich sind da auch hier noch Idioten auf Arbeit. Aber den geht größtenteils, sofern möglich ist, aus dem Weg. Oder redet mit denen halt nur das Nötigste. Und zwar über die Arbeit. Alles andere interessiert sie nicht. Oder ich passe ganz genau drauf auf, was ich ihnen erzähle, weil das meiste geht ihnen Scheißdreck an und mich interessiert auch ein Scheiß, was in ihrem Leben ist. Aber wie gesagt, das liegt natürlich an mir, an meiner Einstellung, an der Gesamtsituation, mit der ich unzufrieden bin. Und die Gesamtsituation, mit der ich unzufrieden bin, ist die Arbeit. Ich habe großen Spaß am Kochen. Schon immer gehabt und eigentlich immer noch. Aber die Umstände, unter denen gerade passiert, die fällt mir nicht. Da ist der Teig irgendwie satt. Und jetzt erscheint mir auch alles so sinn- und so wertlos. Weil, was schaffe ich denn groß für die Zukunft, für mich? Weißt du? Ich gehe arbeiten, bekomme dafür Geld, bezahle meine Rechnung, Geld ist wieder weg, gehe wieder arbeiten. Das ist ein ewiger Kreislauf. Und irgendwie will ich doch irgendwas schaffen und erreichen, was gut ist für die Welt, für die Nachwelt, für eventuell mal meine Kinder, die ich haben werde. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich sorge dafür, dass Leute satt werden. Ganz toll, die würden auch ohne mich nicht verhungern. Wenn sie sich hier Urlaub machen leisten können, dann ist die Kamera hier schief. Denn würden sie auch nicht verhungern, wenn ich nicht da wäre und für sie kochen würde. Ja. Das nervt mich manchmal ganz schön an, das ganze System, das ist keine Ahnung. Ich habe öfter so Gedanken, dass ich gerne auswandern würde nach Kanada und da irgendwo einsam in einer Waldhütte leben würde. Von dem, was ich da anbaue, von dem, was ich jage, ich könnte gar nicht anders, ich müsste dann jagen. Finde ich auch nicht gut. Obwohl, eigentlich müsste es auch so gehen. Eigentlich müsste auch eine vegane Lebensweise irgendwo in der Wildnis, also ein Leben zu gehen. Naja, aber stelle ich mir manchmal ganz romantisch vor. Irgendwo in Kanada, im Wald, einsam, in der Hütte, mit Hunden und so leben. Da ein bisschen was anbauen, wovon ich leben kann und dann ist gut. 500 Kilometer in alle Richtungen zum nächsten Nachbarn. Naja, stelle ich mir manchmal ganz romantisch vor.
zu einfach machbar ist. Glaube selber nicht wirklich dran, ich weiß es nicht. So ein paar Sachen braucht man ja doch. Oder ich bin einfach noch nicht weit genug dafür, das hier zu machen. Obwohl in der Uckermark muss es ja auch schon fast möglich sein. Die Einwohnerzahlen müssen zulassen, dass man zumindest ein paar Kilometer zum nächsten Mal Nachbarn halten kann. Oder ich übernehme den Hof von meiner Oma. Möchte natürlich hoffen, dass sie noch eine Weile durchhält. Aber ja, man weiß es nicht. Und glaube, keiner von meinen Verwandten möchte den Hof da irgendwie so einfach aufgeben und verkaufen oder so. Weiß ich nicht, da stecken ja doch sehr, sehr viele Erinnerungen für alle dran. Und eigentlich wäre es schade, wenn der weggeht. Das ist nämlich ein schönes Plätzchen. Da dann so leben und von dem leben, was man anbaut. Weiß ich nicht, vielleicht so einen kleinen Gnadenhof machen, aufbauen, wo man die alten und kranken Tiere, Kugi auf, aufnimmt und bis pflegt, bis sie dann der zeitliche Segne. Klingt irgendwie auch toll. Damit schaffe ich nicht mehr für die Nachwelt, aber würde mich besser fühlen, weil es was Gutes ist, irgendwie. Oder weil ich es für was Gutes halte. Könnten sich natürlich auch Greenpeace oder Peter anschließen, alles hinter sich lassen. Gucken, was die für Projekte haben. Zum Beispiel auf so einem Greenpeace-Schiff da mitfahren, die Walfänger irgendwie stoppen wollen, boykottieren. Ist ein hartes Leben, garantiert. Ganz sicher. Ist nicht einfach, man muss auf vieles verzichten. Aber irgendwie würde ich mich besser fühlen dabei. Weil was für mich, also in meinen Augen, was Sinnvolles ist und irgendwie zumindest in meinen Augen guten Zweck erfüllt. Und ja, ob man es schafft, ob es was bringt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, nachts besser schlafen. Oder so. Weil irgendwie mehr Sinn hätte alles für mich, denke ich. Ja. Andererseits ist mein Alternativplan, um aus der Gastronomie irgendwann mal auszusteigen. Und ich muss da über kurz oder lang aussteigen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch bis zur Rente mache. Ich möchte das nicht bis zur Rente machen. Und ich glaube, ich schaffe es körperlich irgendwann nicht, auch nicht mehr, um das bis zur Rente zu machen. Also muss ein Alternativplan her. Und mein Alternativplan ist momentan, eigentlich schon länger, dass ich mich um die Social Media Kanäle von Firmen kümmere. Social Media Manager im Prinzip. Und ich bin überzeugt davon, dass ich das sehr gut kann. Der Vorteil ist ja schon mal, dass ich fotografieren kann und dass ich Videos aufnehmen kann, Videos schneiden kann, Videos bearbeiten kann. Weil Video wird definitiv immer wichtiger in den Social Media Kanälen. Und natürlich ist ein großer Vorteil auch, dass ich diese ganzen Social Media Kanäle. Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen zungenlahm, dass ich die ganzen Social Media Kanäle halt kenne und selber benutze. Und zwar nicht benutze, weil ich das irgendwie muss, sondern weil ich das wirklich gerne mache und weil mich das interessiert. Und wenn ich so sehe, was manche Social Media Heinis veranstalten, oder ist ganz schrecklich. Weil da siehst du halt, dass sie das nicht wirklich verstehen, dass sie das irgendwo, ja, ich möchte nicht sagen, gelernt haben, weil die gelernt haben sie garantiert nicht. Dass sie sich irgendwo haben erzählen lassen, wie denn womöglich läuft. Die leben das einfach nicht. Die kapieren das nicht. Die haben so einen Stock im Arsch, der guckt dir oben wieder raus wahrscheinlich. Muss ich jetzt schon explicit mal machen in diesem Video? Man weiß ja nicht. Naja. Und ich würde das gerne in der Uckermark machen oder ich würde das gerne hier oben machen. Weil. Guck hier aus. Weil da viel Potenzial ist. Weil dieses Potenzial nicht genutzt wird. Weil kaum einer wirklich macht hier in der Gegend oder in der Uckermark. Es gibt natürlich nicht viele große Firmen, die sich das leisten könnten, einen extra Social Media Manager einzustellen. Oder es leisten können, die müssten sich eigentlich alle leisten und die würden dann doch. Wäre auch gut, weil das, naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, aber ich glaube, das müssten hier sehr viele machen und das vernachlässigen so viele Firmen hier. Und dabei steckt wirklich so viel Potenzial drin, die haben so viele Möglichkeiten, die könnten so viel machen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Noch trauriger ist allerdings, dass, wenn man sieht, was so manche Hotels hier veranstalten und wie die mit ihrem Facebook-Kanal, mit ihrem, ja, das ist ja meist schon alles, was sie haben, wie die damit umgehen und was die da veranstalten, das ist so, wenn nicht so traurig wäre, könnte man so den ganzen Tag nur auslachen. Aber eigentlich ist es wirklich traurig. Aber gut, kann ja nicht jedem helfen. Und wenn man versucht und wenn man hingeht und sagt, kommt, wir können euch helfen oder ich kann euch helfen oder wie auch immer, dann
Wird man mit großen Augen angeguckt und sagt, nee, das bringt ja nichts und keine Ahnung. Und das macht hier meine Sekretärin nebenbei so ein bisschen oder das macht hier irgendwer vom Hotel, wie auch immer, nebenbei. Und das reicht, mehr muss man da nicht machen. Schrecklich. Endlich schrecklich. Wir verschenken so viel. Die Frage ist, wie fängt man es an? Schreibe ich Bewerbung? Das ist so 1990. Aber man muss die Leute erstmal anfragen. Also schreibt man eine E-Mail und sagt, hier bin ich, das kann ich, das mache ich für euch. Wollt ihr? Oder macht man sich selbstständig und betreut mehrere Firmen? Das wäre irgendwie für mich die schönere Alternative. Also ich mache mir da keine Illusion. Als Selbstständiger musst du arbeiten mehr als alle anderen, wenn du was erreichen willst. Aber das, dann weiß man halt für wen und für was. Ne? Dann arbeitet man für sich und sorgt dafür, dass man es irgendwann mal besser hat. Aber wie geht man die ganze Sache an? Wie fängt man das Ganze an? Das ist gerade hier und in der Uckermark so kompliziert und schwierig, weil sie halt alle nicht sehen, welches Potenzial in den Social Media Kanälen drin steckt und wie wichtig das heutzutage ist. Und ja, weil sie selber diese Kanäle nicht benutzen und nicht verstehen. Was ist los? Was ist los? Bring her den Stock. Naja, das sind momentan so meine Gedanken und Pläne. Aber wie gesagt, wie fange ich es an? Und da tue ich mich gerade schwer. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job hinzuschmeißen, also auf eine Karte zu setzen und sagen, hier bin ich, das mache ich jetzt. Und dann versuchen, Kunden zu generieren. Das geht momentan nicht. Dafür habe ich zu viele. Was machst du? Ja, also das kann ich mir einfach nicht erlauben, weil ich habe halt da auch meine laufenden Kosten, die bezahlt werden müssen und das sind nicht gerade wenig, eigentlich viel zu viel. Und ich habe halt nicht den Background, der sagt, hier komm, ich unterstütze dich jetzt hier. Also mich würden viele unterstützen, gar keine Frage, aber ich unterstütze dich jetzt finanziell, bis das läuft und dann ist gut. Das geht halt nicht. Und natürlich ist es nicht nur wichtig, dass er kommuniziert miteinander und redet. Noch viel wichtiger ist dabei, dass ihr auch zuhört, dass ihr Kompromisse eingeht, dass ihr Lösungen findet. Also nicht nur einfach reden, sondern zuhören dabei. Und dann klappt es doch. Denn die meisten hören nur zu, um zu antworten und zu reagieren. Aber ihr müsst zuhören, um zu verstehen. Das ist der Schlüssel. Und dann Kompromisse, Lösungen finden, kommunizieren halt. Und packt verdammte Scheiße nochmal euer Handy beiseite, wenn ihr unterwegs seid mit Freunden oder irgendwo sitzt und mit ihnen redet. Weil wie wollt ihr reden, wenn ihr die ganze Zeit in euer Handy starrt? Der geht mir manchmal so auf den Sack. Ja, ich sitze auch den ganzen Tag am Handy. Aber packt das einfach mal beiseite.